Ah, hallo. Willkommen. Ich bin Dr. Ian Malcolm. Sie haben vielleicht schon von mir gehört, oder zumindest sollten Sie von mir gehört haben, jetzt, da Sie hier sind. Vor Ihnen befinden sich die Inseln, die Sie verwalten sollen, falls Sie das können. Die 5 Tode. Wären es bloß 5 geblieben. Verzeihung, was genau wollen Sie mir damit sagen? Okay, dieser Ort ist so gut wie jeder andere. Isla Matanzeros. Relativ stabil. Ja, hier können Sie erste Erfahrungen sammeln. Und das sollten Sie auch, denn in den kalten Gewässern lauern große, wütende und hungrige Dinge. Und Sie sollten vorbereitet sein, bevor Sie sich dort hineinwagen. Alles klar, und damit herzlich willkommen zu Jurassic World Evolution. Okay, gut. Also, ich bin Cabot Finch, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Krisenmanagement und hier, um zu helfen. Beginnen Sie, indem Sie ein Hammond-Entwicklungslabor errichten. Alles klar, wird gemacht. Wir haben bereits ein Gehege für Sie in Angriff genommen. Sie sollten es einfach an die Seite anbauen. Aber Vorsicht vor den Dinos! Scherz, aber trotzdem Vorsicht. Alles klar. Vorsichtig werde ich definitiv sein. Konzentrieren wir uns auf den Grund Ihrer Anwesenheit. Eine zukünftige Dinosaurieranlage auf den Inseln, die auf Spanisch Las Cinco Muertes, die 5 Tode, heißen. Gut, ich will das mal ganz einfach verbinden. Muss es an das bereits bestehende Wege- und Stromnetz angeschlossen werden. Das ist logisch. Jetzt kommt die wahre Prüfung. Das Ausbrüten eines Dinosauriers. Sie beginnen mit einem Struthiomimus. Wählen Sie das Entwicklungslabor aus und entscheiden Sie sich für eine Brutstätte. Es sind genug Genomdaten für Ihren ersten lebensfähigen Dinosaurier vorhanden. Na, ein Glück auch. Das müsste ich ja auch mehr machen. Die Machenschaften der Ehrgeizigen, Ausgestorbenes zum Leben erwecken, mit Naturgesetzen jonglieren. Was soll da schiefgehen? Kommen Sie, Doktor! Wir haben durch unsere Jurassic-Unternehmungen so viel erfahren und seit dem letzten Mal noch mehr in Sie investiert. Ich muss nur mal kurz gucken, weil das Game ist recht leise. Ja, Mr. Finch, so. Ja, das letzte Mal. Es gibt immer ein letztes Mal und ein nächstes Mal. Oh, da ist er. Unser erster kleiner Scheißer. Guckt ihn euch an. Ein prächtiger kleiner Mann. Ah ne, in Jurassic Park sind ja alle weiblich. Es beginnt. Ein prächtiges kleines Weibchen. Moment. Das Ergebnis von unberechenbaren Aktionen und Reaktionen, Versuchen und Fehlschlägen, genetischen Mutationen und unvorhersehbaren Kombinationen. Chaos. All das ergibt am Ende ein lebendes, atmendes, denkendes Wesen. Und jetzt übernehmen wir, Sie, diesen Vorgang. Gut gemacht, schätze ich. Dankeschön. Ich bin auch stolz auf mich. So, was als nächstes, Chef? Geben Sie mir eine Aufgabe. Der Hammond-Stiftung geht es um 3 Dinge. Sicherheit, Unterhaltung und Wissenschaft. Ich habe die verschiedenen Abteilungsleiter schon gedrängt, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. Sie werden Anregungen und Gelegenheiten zur Arbeit in deren Team anbieten. Wählen Sie einen Ihrer Aufträge aus. So können Sie Ihre Anlage entwickeln. Alles klar. Ich würde auf Wissenschaft gehen wollen. Ah, Dr. Dua, das ist unser neuer Verwaltungsdirektor. Ich weiß, mit wem ich es zu tun habe, Cabot. Ich bin Dr. Dua. Ich leite unsere Wissenschaftsabteilung. Okay, Sie müssen sich einen Ruf in der Wissenschaftsabteilung machen. Das wird nicht einfach mit mir im Nacken, aber Sie schaffen das. Sie werden sich um unsere Dinosaurier kümmern und dafür sorgen, dass sie gedeihen. Alles klar, das werde ich wohl tun.
Aufträge können im Kontrollraum von den Abteilungsleitern angefordert werden. Oder was ist das? Schließen Sie sie ab und erhöhen Sie Ihren Ruf und Ihre Einnahmen, um Ihren Park zu vergrößern. Wie drehe ich das? Aha. Gut zu wissen. Oh mein Gott, Alter, da muss ich mich erst irgendwie reinbringen noch ins Game. Steuerungstechnisch ist das nämlich komplett anders. Haben Sie ein Auge drauf, okay? Wenn Sie innerhalb Ihrer Abteilung einen guten Ruf haben, können Sie eher von ihr profitieren. Finanziell meine ich. Aber wie im echten Leben ist das Ganze ein Balanceakt. Jede Abteilung verlangt Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie diese nicht bekommen, nehmen Sie es schnell persönlich. Ja, das glaube ich. Ah, dann muss ich das noch mit dem Stromnetz verbinden. Lass mal gucken. Wobei, hier ist Strom. Die Leute denken, dass Geld die Welt regiert. Aber das stimmt nicht. Aufträge regieren die Welt, mein Freund. Verpflichtungen und Engagement. Schließen Sie einen Auftrag ab und Ihr Ruf bei der Wissenschaftsabteilung erhöht sich, wodurch Sie neue, komplexere und forderndere Missionen angehen können. Erinnert mich ein bisschen an den Helikopter aus Just Cause 3. Da gab es auch so welche. Ich habe eine interessante Gelegenheit für Sie. Durch sie könnten wir zusammenarbeiten und Leben erschaffen. Echtes Leben. Alles klar. Wenn Sie Dr. Malcolm zugehört haben, wissen Sie, wie wichtig das für uns ist. Und Ceratops. Bald kriegst du einen Freund, kleiner Mann. Bald kriegst du einen Freund. Ich wusste, dass Sie auf meiner Wellenlänge sind. Hinterfragend, voller Antrieb. Und ich wusste, Sie könnten nicht widerstehen. Ist aber auch ein Knuffiger, oder? Einen ganzen Knuffigen ist das. Zusammen können wir eine authentischere Version unseres Dinosauriers erschaffen. Dazu brauchen wir ein vollständiges Genom. Ich hoffe, Sie sind dazu bereit. Darf ich fragen, wie die Dinosaurier aussehen, wenn sie kein komplettes Genom haben? Haben die dann glitschige Haut? Ihr erstes Expeditionsteam ist unterwegs. Was immer es findet, bringt es zur Extraktion ins Fossilienzentrum. Oh, da haben wir ja schon was. Na dann. Ihr Job ist wirklich einfach. Erschaffen Sie Dinos, die Besucher in die Anlage locken. Das bringt uns Kapital, das es uns ermöglicht, mehr Forschung zu betreiben, bessere Anlagen zu bauen und mehr Dinos zu erschaffen. Und genau darum geht es. Ein genau darum geht es. Entwicklung und Rohstoff. Natur und Kommerz. Ganz einfach. Oder? Ja. Oh, Regen. Ich liebe Regen. Das sage ich in jedem Let's Play. Aber ich liebe Regen einfach so sehr. Regen ist so was Schönes. Oh, kriege ich gleich am ganzen Körper Gänsehaut, wenn ich diesen Regen höre. Einfach herrlich, ey. So, ist schon durch? Ist schon durch. Cool. Was sind die fertig, die Heinis da? Weniger als einer Minute, das rate ich dir auch. Vielleicht können wir eigentlich raus. Gut, hat sich beantwortet. Also nur bis zu dem Tal oder was? Ja, okay. Können wir den See hier noch mitnehmen? Nee, auch nicht. Das ist uncool. Aber akzeptabel. So, wie sieht's aus? Kehren bereits zurück. Guck mal, da sind sie. Okay, okay, cool. Sie sollten Genome aus Fossilien extrahieren, die Sie in Ihrem Fossilienzentrum gesammelt haben. Dadurch erhöht sich die Menge an brauchbaren Daten zur Erschaffung von Dinosauriern. Das muss gut sein. Ich würde sagen, wir schicken unsere Leute gleich nochmal los.
Auch wenn es ein bisschen teuer ist. Aber wir schicken sie einfach los. Und machen das Genom langsam voll, würde ich sagen. Obwohl, ja, okay, war dumm. War dumm, wir kriegen es jetzt schon voll. Naja, ein bisschen Geld verschwendet, passiert. Passiert dem Besten. Aber je höher das Genom ist, desto besser ist es natürlich. Von daher sollten wir uns nicht schlecht fühlen. Nicht wahr, Kleiner? Wir machen große Fortschritte. Ich stehe möglicherweise an der Schwelle zu einem Wunder. Und ich stehe hier nicht zuletzt wegen Ihres Beitrags. Dankeschön. Jetzt müssen wir unseren Dino ausbrüten, schlüpfen lassen und aufziehen. Dann wissen wir, ob wir für unsere Mühen belohnt werden. Knapp eine vierte Million, Alter. Jesus Christ. Noch teuer geht's ja gar nicht. Also vermutlich schon, aber noch teurer geht's ja gar nicht. Mann, da hätte ich die gar nicht losschicken müssen. Da hätten wir uns auch gleich ein Cerato holen können oder sowas. Cooles, wisst ihr? Hi, ich bin Isaac. Hi. Ich habe viel Gutes über Sie gehört. Ich leite die Unterhaltungsabteilung. Was bringt die weltgrößte Show, wenn sie niemand sieht? Antworten Sie nicht, das war eine rhetorische Frage. Mit einer eindeutigen Antwort. Wir brauchen mehr Besucher im Park. Schaffen Sie mehr Leute in die Anlagen. Mehr Besucher bedeuten mehr Einnahmen, Spannung und Möglichkeiten. Alles klar. Der Mann scheint zu wissen, wovon er redet. Die neuen Exemplare, Dinosaurier, entsprechen den Erwartungen. Aber wir wollen, dass sie gedeihen. Das ist unsere nächste Aufgabe. Dafür sorgen, dass unsere Exemplare. Erkenne ich in der Leiste, wie weit sie sind? Ich glaube ja, ne? Dinosaurier wohl. Die Schwierigkeit ist, dass sie keine Erfahrungen im Umgang mit Menschen haben. Also erwarten sie sich keinen Dank oder dergleichen. Bauen sie eine Futterstation, alles klar, mache ich. Schön offen. Ach, eine kleine Futterstation. Oh, wow. Das war's mal wieder komplett. Können wir die hier irgendwie den Erdboden gleich machen? So? Ich folge Ihren Errungenschaften mit großem Interesse. Und ich bin etwas enttäuscht, dass Dr. Dua Sie damit betraut hat. Ach, guck mal, wir brauchen doch 70%. Naja, dann habe ich doch nichts Schlechtes gemacht. Das ist gut. Das werde ich später mit ihr besprechen. Wie, jetzt haben sie auf der letzten Reise nichts gefunden? Alles blockiert. Ist voll oder was? Hakenwurmparasiten. Im Forschungszentrum können Sie Ihren Park auf verschiedene Art und Weise aufpeppen. Neue Gebäude, Upgrades und mehr. Bauen Sie eine betriebsbereite Ranger-Station. Alles klar, wird alles gemacht. Zack. Die jetzt anzuschließen ist ein bisschen schwierig, ne? Da habe ich jetzt ein bisschen Kacke gemacht. Oder gilt das schon als angeschlossen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich hoffe einfach mal, dass es angebaut ist. Oh. 2 Sterne und einmal 3 Sterne. Ne? Das ist schön. Wie lange braucht ihr denn hier zum Bauen? Ey, das ist ja unglaublich. Für 3 Jahre später, ey. Ist
alles bereit? Ja, ist verbunden. Cool. So, Fahrzeug lenken. Jetzt sollte doch irgendwie ein Foto machen oder sowas, ne? Dann machen wir mal ein Foto von denen. Warte, ja, voll umbrettern. Nee, der packt einfach. So, wie mache ich denn jetzt ein Foto mit F? Okay, cool. Musst du wohl hier bleiben? Aha, jetzt. Oha. Absenden. Sehr fotogen, der Große. Sehr, sehr fotogen. Das gefällt. Gut, das war anscheinend auch schon alles, was wir da machen sollten. Kümmern wir uns weiter darum, das Genom vom Triceratops irgendwie hoch zu pushen. Wenn das, wenn wir Glück haben, reicht das schon. Wir brauchen ja nur 4% da irgendwie rausquetschen aus dem 3-Sterne-Ding. So, mit etwas Glück. Ah, ich glaube, es werden 3%. Das wäre schon bitter. Wie war's? Ja, 70%. Ne, guck mal da. Oha. Glück gehabt. Oha. Nicer Scheiß. Haben wir das also? Genom von 70%. Perfekt. So. Ach, wir brauchen ein Dinosaurierfoto im Wert von 5000. Na dann. Nochmal. Vielleicht sind welche mit einem höheren Genom wertvoller. Weiß ich natürlich nicht. Wow. Einfach den Arsch gesniped. Das ist doch ein gutes Bild. Oh, es gibt einen Bonus für mehrere Dinosaurier. Dann lass mal den da hinten beim Essen irgendwie belästigen. Das wäre auch ein gutes Foto, oder nicht? Strafe wegen Wiederholung. Ja, toll. Warte mal, wird die Strafe immer größer von Foto zu Foto, was ich schieße? Strafe 1700 aussondern. Nochmal ein Foto machen. Yo, Alter. Scheiß Bastard, Alter. Undankbar. Mache ich halt keine 30 Fotos von einem und demselben Dinosaurier. Ist ja nicht so, als würden Zoos was anderes machen. Muss auch einfach mal in den Zoo gehen und sagen, nee, das finde ich nicht gut. Hier haben sie 3 Bilder von dem Elefanten. Finde ich nicht gut. Ich will Geld zurück. Ich meine, was soll das denn? Oder kommt er? In einem neuen Genom. Ich komme mit diesem brandheißen Auftrag zu Ihnen. Alles klar. Und ich lehne sie ab. Die Aufnahme ist ein bisschen dunkel, merke ich gerade. Muss ich nächste Folge mich nochmal um die Farben kümmern. Krankheit ist ausgebrochen. Aufgabe hinzufügen. Meine Güte, Sie haben einen kranken Dinosaurier. Zeit, ihn zu behandeln.
Sonst tragen sie auch die Verantwortung für das, was danach kommen sollte. Ja, mal halblang hier, ey. Soll ich ihn machen? Erwirtschaften sie insgesamt mindestens 20.000 Einnahmen durch Gästeanlagen und... Okay. Alter, wie kam er denn eben angeschossen da? Alles klar, lassen Sie mich mal fahren. Wie schieße ich denn jetzt? Aha. Sie müssen das Tier medikamentös behandeln, um es zu retten. Peng. Oh, ich habe den falschen getroffen. Naja, egal. Infizierten Dinosaurier entdeckt. Hey, was? Oh mein Gott! Ranger-Fahrzeug wird angegriffen. Ach du Scheiße! Jungs, ihr packt das schon. Ihr macht das schon alleine. Ich habe es geschafft. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft. Vielleicht ein Foto hier? Oh, durch Ihre Zack. Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, Alex, wir sind ob, ein holy gutes shit, Digga, macht doch die Strafe noch größer, oder was? Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dua schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch Sie wieder im ja, Rennen zu sein. Minus 4000, Alter. Was soll denn der Scheißdreck? Mach auf hier die Tür. Weg, ich habe schlechte Laune. So. Verstehe ich überhaupt gar nicht, ey. Was hätte ich denn da sonst machen sollen? Aber wir erforschen jetzt einfach Dinge. Einfach, weil wir es können. Was wir jedoch nicht können, ist die Folge noch ein bisschen in die Länge ziehen. Leider. Ich würde sagen, wir sehen uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, Leute. Haut rein und bleibt gesund. Man sieht sich.